ich habe diesmal ein paar etwas andere Dinge gekauft. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Die sitzt irgendwie komisch. Ich liebe den. Für das nächste Teil hatet mich bitte nicht. Aber die sieht so geil aus. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Mariam und du bist heute auf meinem Kanal gelandet. Und ich bin nicht Layla, denn heute gibt es kein Layla-Time. Heute gibt es ein Try-on-Fashion-Haul von Naked. Ich durfte mir da ein paar Dinge aussuchen und würde sie gerne euch zeigen, denn der Herbst ist jetzt da und ich hatte keine geilen Herbstklamotten mehr, gar nichts, irgendwie was mir gefallen hat, keine coolen Pullis oder irgendwie Jacken. Und wenn ihr Bock habt, ein paar Dinge nachzukaufen oder generell bei Naked einzukaufen, dann findet ihr alles in der Beschreibung verlinkt und ich habe auch einen geilen Rabattcode und zwar Elenis15, damit bekommt ihr, Elenis20, oh, Digga, muss los. Und zwar mit dem Code ELENIS20 bekommt ihr 20% Rabatt auf euren Einkauf. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Teil. Diese Pullover. So geile Pullover. Hier seht ihr immer eingeblendet erstmal Model. Then me try on. Dieses schöne Pulli hier in beige, dunkles beige. Es ist so ein Crop, also vorne ist Crop und hinten ist so ein bisschen länger. Hat hier so ein Schlitzi und geile Arme und einen geilen Kragen und ich liebe den. Der ist so, der sieht irgendwie elegant aus, aber irgendwie auch so lässig. Wisst ihr, was ich meine? Also je nachdem, wie man es kombinieren möchte. Also den finde ich echt geil. Und ihr seht hier so ein Stoff hier. Leute, ich weiß, ich kann keine Beschreibungen von irgendwelchen Sachen, Dingen, Klamotten. Generell kann ich das einfach gar nicht. Eigentlich kann ich auch gar kein YouTube machen, drehen, produzieren. Aber ich mach's. In dem habe ich... Warte. In dem habe ich eine SM. Also da gibt es so SM, ML und so weiter. Also da gibt es jetzt nicht nur S und nur M, sondern ich gucke die ganze Zeit da hoch. Ich weiß auch nicht, Leute. I'm so sorry. Und dann habe ich wieder einen geilen Wollstrickpulli. Und zwar den hier in so einem zartrosa, altrosa, nennt man das so? Ich weiß es nicht. In diesem Pullover habe ich die Größe S und das sieht super gut. Ihr seht hier das Modelbild. Und das von mir. Also Leute, ganz kurz vorab, ja. Ich habe diesmal ein paar etwas andere Dinge gekauft. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Aus dem Grund, weil man das dann kombiniert mit Sachen, sieht es halt geil aus. Aber so einzeln, so in der Kombi, wie ich es jetzt aufgenommen habe, sieht es kacke aus. Deswegen nicht wundern, wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, da heiße ich übrigens Mariam_Elenis, dann könnt ihr auf jeden Fall sehen, wie ich die Sachen kombiniere und mir einfach ein Abo dalassen. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr mir auch hier ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, das ist nämlich ganz wichtig, denn dann sehe ich, wie viele Leute Bock auf mich haben. Dann haben wir als nächstes ein Body. Body. Das sieht so aus. Auch wieder beige, also typisch herbstliche Farben. Und das hat hinten einen freien Rücken. Aber man kann das so schnüren. Ich glaube, ihr versteht eh nicht, was ich gerade meine. Deswegen zeigen wir das Modelbild. Und dann auch mein Foto. Das ist halt hier so ein bisschen Kragen. Das ist hier ein bisschen Kragen. Das hat hier einen Kragen. Das sieht so aus. Und ja, leider gibt die Kamera die Farben voll falsch, ne? Also das ist echt beige. Also es ist jetzt nicht so weiß-beige, sondern beige. Und da trage ich drin eine XS. Und machen wir weiter. Als nächstes habe ich hier eine Lederimitat-Hose. Also es ist keine Leggings, sondern wirklich eine Hose. Und die sieht so aus. Da trage ich eine XS drin. Sie ist sehr schön, Leute. Sie ist sehr schön, wirklich. Aber ich glaube, ich werde sie nicht so gerne anziehen. Also ich werde sie ab und zu bestimmt mal anziehen, weil ich so eine Hose viel cooler jetzt im Winter finde als eine Leggings, die übelst dünn ist. Aber das Problem ist, die sitzt irgendwie komisch. Also die ist ja high-waisted eigentlich, aber sie ist mir nicht genug high-waisted. Und wenn ich hier hochziehe, dann rutscht sie hinten am Po runter. Egal, ich zeige euch jetzt erstmal hier Modelbild. Und dann mein Bild. Irgendwie sitzen die so komisch. Die hatte auch so, halt immer so Striche. Also die ist nicht so... Wisst ihr, was ich meine? Die ist nicht so. Ich weiß auch nicht. Und das Tragegefühl ist auch so, ja, okay. Also ich werde sie auf jeden Fall trotzdem tragen, aber ist jetzt nicht meine Lieblings...
Hose. Ich muss da noch eine finden. Falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich suche die ganze Zeit so eine Lederimitathose, die einfach heftig gut sitzt. Die nächste Hose, Leute, erstmal ganz kurz vorab, ja. Ich dachte, erstmal hier das Modelbild. Und dann mein Bild. Das ist diese Hose hier. Ich dachte wirklich, es ist eine andere Hose. Und die besteht auch aus einem anderen Material. Dachte ich, weil das ist so eine, so eine Sommerschlabber-Chill-Hose. Aber ich dachte, das sind diese coolen, die halt jeder anhat momentan. Ich weiß nicht, wie die heißen. Cargo-Hosen oder so? Ich weiß auch nicht. Also da habe ich auf jeden Fall auch die Größe S. Und das ist mir auch am Bund ein bisschen zu groß. Also ich hätte die bestimmt auch irgendwie cool kombinieren können, klar. Aber ich habe mir eigentlich eine andere Hose gewünscht und... Das ist aber dann auch mein Fehler, also weil ich habe da nicht so genau hingeguckt. Ja, okay. Also hier ist erstmal das Modelbild. Und das geht hier um diesen geilen Pulli. Der ist so XXL Oversized Ding. Und hier ist jetzt mein. Ja, ich weiß, ich sehe aus wie ein kleiner Geist da drin. Aber das habe ich bewusst so gekauft, weil ich das gerne mit einem Gürtel kombinieren möchte. Und dann sieht es richtig schön aus wie so ein Kleidchen. Wie gesagt, also wenn ihr mir auf Instagram folgt, werdet ihr einige Bilder dazu sehen. Das habe ich in der Größe S geholt. Und das ist auch so ein richtig gemütliches Stoff. Und die Ärmel, die sind so weiter. Die sind nicht so, wisst ihr so. Das finde ich irgendwie voll süß. Also wenn man dann so immer so rumspielt und so. Das finde ich voll cool. Das Material ist halt jetzt hier so. Es ist auf jeden Fall ein bisschen durchsichtig. Also man muss so ein bisschen aufpassen, was man drunter trägt. Leute, eigentlich wollte ich jetzt mit den Jacken anfangen, aber ich zeige euch noch einen Rock. Den habe ich nämlich total vergessen. Okay, jetzt muss ich das ganz kurz zumachen. Bin vorbereitet, Leute. Bin vorbereitet. Also ich liebe zurzeit Leder und Lederröcke und Lederhosen und keine Ahnung was, solange es geil aussieht. Und das ist dieser Rock hier. Hier seht ihr das Modelbild. Und mein Video. Und ich habe hier die Größe 34 in dem Rock. Und es sieht so aus. Das hat hier so Knöpfe an den Seiten. Ich würde mal sagen, also bei mir geht es auf jeden Fall nicht komplett zu, die Knöpfe. Also wegen meinem Po geht es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das jetzt komplett zuträgt oder halt unten so ein bisschen schlitzoffen, weil das sieht auch geil aus. Aber Leute, da muss ich euch vorwarnen. Es kann sein, dass man die eine oder andere Stelle dann eventuell sieht. Hat mir jedenfalls mein Freund gesagt. Deswegen werde ich darunter auf jeden Fall so eine lange Hotpants, die aber richtig eng sitzen, aber auch dann Hintern verdecken und sozusagen bis runter zu den Beinen gehen. Es sieht sehr schön aus, aber wie gesagt, ich kriege es nicht zu. Und Leute, die Gefahr besteht, auch wenn ihr euch bewegt, dass es mal ganz schnell aufgeht. Aber, es geht eigentlich nie komplett auf, wenn ihr, der hat halt noch so einen Knopf hier so und den macht man dann richtig zu quasi. Ich bin so schlecht im Erklären, ne? Das ist unglaublich. Es gibt ja den Knopf, womit man zumacht und... In dem Knopf gibt es noch einen Knopf, womit man das zumacht. Und dann entsteht halt so eine Sicherung, Leute. Mann, ihr wisst doch, was ich meine. Dann habe ich noch so eine mega, mega geile Jacke. Das sieht so aus. Die ist zwar von Naked, aber aus der Mango-Kollektion. Und die hat hier halt so Fake-Fell, überall so Details. Und die ist gefüttert, Leute. Ich liebe gefütterte Jacken. Es ist so warm. Obwohl es eigentlich... nur eine Lederjacke sein sollte. Aber die sieht so geil aus und oh mein goodness. Okay, Leute, für das nächste Teil hatet mich bitte nicht. Ja? Man kann es durchaus geil kombinieren mit High Heels oder hohen Overknees oder sowas. Also, ich muss es auf jeden Fall anziehen, wenn ich etwas Hohes anziehe, weil sonst schleppt mir das unten auf den Boden. Modelbild. Das ist diese Jacke, die sehr lang ist. Also die geht wirklich bis unten hin. Hat hier so geile Knöpfis zum Zumachen. Hier so. Die hat auch hier so einen Gürtel. Und Leute, ich nenne diese Art von Jacken Columbus-Jacken. Weil ich irgendwie das... Also kennt ihr noch die Serie Columbus auf Super RTL? Ich glaube, das erklärt sich dann von selbst. Schreibt mir gerne mal, ob ihr diese Serie noch kennt. Wäre mega witzig, wenn ich nicht die Einzige bin. Also wär auf jeden Fall gut. Das war's mit dem Video. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Du hast es geschafft, mir zuzugucken. Und ich würde sagen, gib mir gerne einen Daumen nach oben für mehrere Hauls. Vergesst nicht meinen Rabattcode. ILENES20. Damit bekommt ihr 20% auf eurem Einkauf.
Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, ein Abo und die Glocke aktiv zu machen. Tschüss!